Und wir haben eine Kommunikationskultur, dass wir uns das offen spiegeln, was ungeheuer wertvoll ist, weil sehr oft wollen wir einen Eindruck erwecken, den den anderen nicht nehmen. Und nebenbei haben wir Qualitäten, die haben wir noch nicht zum Programm erhoben, wo die anderen sagen, du, aber vorher hast du was gemacht oder gesagt, da habe ich plötzlich das Gefühl gehabt, das stimmt, dafür würde ich dich nehmen. Sodass wir auch lernen, uns auch richtig zu positionieren und nicht auf unsere Flyer irgendeinen Verschnitt von derzeit gängigen Modebegriffen schreiben und uns wundern, dass kein Mensch uns dafür engagiert.